Goldenen Roboter Softeis? Ich habe einen Roboter. Wo habe ich denn meinen Roboter stehen? Warte mal, wo ist denn der? Hier oben schon mal nett. Warte mal, wo ist denn mein Roboter? Wo habe ich ihn denn hingestellt? The Roboter. So, hier stehen nur die Tickies. Wo habe ich denn den Roboter hin? Hier steht der Karl-Heinz da, der Tom. Habe ich nicht mehr Roboter hin? Den Roboter gibt es auch noch in Gold. Ich habe nur den von Caravan Town. Der goldene Roboter, den kann man auch ausgraben. Ich finde den gerade nicht. Den goldenen haben wir auf dem Multiplayer-Raft. Maria und Softeis. Ihr macht mich wahnsinnig. Nein, wo ist er denn eigentlich? Wo habe ich den denn hingestellt? Komm, wir suchen mal den Roboter. Wo kann ich ihn denn hingestellt haben? Wo habe ich denn den Roboter hingestellt? Ich finde den nicht. Der ist aber auch klein, ne? Wisst ihr noch, wo ich den Roboter hingestellt habe? Alle Kisten? Nee, ich habe den nicht in den Kisten. Ich habe den irgendwo hingestellt. Naja, gut. Also wenn euch einfällt, wo ich den Roboter hingestellt habe, dann gerne her mit der Info. Weil dadurch, dass der so klein ist, werde ich den wahrscheinlich nicht wiederfinden. Ich hätte schwören können, ich habe den da hingestellt. Nee. Hast du hier überhaupt schon einen? Ich weiß, auf dem Multi habt den grünen. Ja, aber ich hab hier auch einen. Grün oder gelb oder wie er ausschaut. Nur ich überlege gerade echt, wo der steht. Also wie gesagt, wenn ich auch zufällig an dem Roboter vorbeilaufe und ihr seht den, dann schnell schreien. Vielleicht steht der hier drin? Nee, auch nicht. Nee. Mir fällt es nicht ein. Aber kriegt man den Roboter denn nicht auf Caravan Town? Nee, Kuschelschlumpf, da bin ich mir sicher, dass ich hier hinten da habe ich den Roboter nicht stehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Den Roboter, den hätte ich halt hier oben hingestellt, ne, beim Kommandozentrale oder hier unten bei der Imkerei oder in der Küche. Aber ich bin gerade echt verwirrt. Green Hell kenne ich auch Poke, ja. Aber nur sozusagen den Anfang von Green Hell. Also ich weiß, ich habe die Updates jetzt im Nachhinein nicht mehr verfolgt. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das Spiel jetzt weiterentwickelt hat. Aber damals, wo Green Hell rauskam, habe ich das auch viel geguckt. Weil ich finde, Green Hell ist auch ein schönes Multiplayer-Game. Und wir waren damals so vollgesuchtet mit allen möglichen Spielen, auch gerade Raft, dass wir dafür keine Zeit gefunden hätten. Und ich hätte ja auch Leute gebraucht, die da mitmachen. Ne? Kuschelschlumpf, ich warte auf Ark 2. In meiner Kajüte, meinst du, Kate? Da gucke ich jetzt noch mal genauer. Ja, das kann sein. Im Lager? Ja, deswegen habe ich ja auch noch mal gerade im Lager geguckt, aber da habe ich auch gerade nichts gesehen. Wo ist der Roboter?
Ja, kann ich mir vorstellen, Poke. Wäre auch mal eine Geschichte. Halt doch mal die Luft an. Ich brauche Sand. Ich muss immer singen, wenn die Hintergrundmusik kommt. Denke ich immer, ich muss mitsingen. Aber dann genau was anderes. Oh, guck mal, wie viel Sand es hier gibt. Sehr gut. Kruschelkiste unter der Treppe. Ich habe unter der Treppe eine Kruschelkiste. Also klar, ich habe viele Kruschelkisten. Ich brauche immer eine. Muss ich auch mal nachschauen. Oh, Jens hat den Schatz gefunden. Mega. Wo habe ich noch Sand gesehen? Hier. Ach, der Hai ist da. Grüezi. Ich bin ja schon fast beim Floß. Oh, wir gucken gleich mal zusammen jetzt. Autsch. So. Hier ist keiner. Hier steht nur das Piano. Hier, das wollte ich auch noch fertig machen, siehst du? Hier steht auch nichts. Keller. Wir haben übrigens 1154 Ingame-Tage auf diesem Raft verbracht. So. Roboter. Na, das sind ja die Blumen. Die Blumengedönse. Also hier unten habe ich nichts mehr. Nee, also hier ist leider nichts. Hier ist noch eine Kruschelkiste. Das hätte mich aber auch gewundert, wenn da ein Roboter drin gewesen wäre. Ich habe gar keinen Roboter. Anscheinend. Dein Raft ist scheinbar zu groß. Du findest nichts wieder. Nee, ich glaube, Soft, ich habe ihn wirklich nicht. Das gibt's ja jetzt nicht. Ich habe die. Okay. Interessant. Gut zu wissen, dass wir noch so viel zu tun haben. Ich brauche einen Schnaps dafür. Ja, genau, da wollte ich auch noch hin. Nochmal nachschauen.
ich gucke. Also hier ist auch nichts. Vielleicht habe ich das echt mit Multiplayer-Raft verwechselt. Oder ich habe ihn echt gut versteckt. Also, falls sich irgendjemand daran erinnern kann, dass wir einen Roboter gelootet haben, bitte melde dich. Hier habe ich den Tom hingesetzt, daran kann ich mich erinnern. Das gibt es ja nicht. Das hat sich gerade falsch angehört. Leute, das gibt es nicht. Mensch. So, zweite Batterie leer. Dritte Batterie leer. Vierte Batterie leer. Nein. Wenn du dann einen bekommst und dir dann denkst, dann stelle ich genau dahin, dann steht da auch noch schon einer. Ja, wahrscheinlich wird es genau so Oh kommen. yeah. Okay. Auf dass der Balken voll wird. Okay. Vielen lieben Dank für 15 Euro Donation. Danke, danke, danke. Ja, Mann. Ich danke dir. Hammer. Mega. Wer will die 380 Folgen durchschauen? Hammer. Hammer. Ihr seid mega, Leute. Ich bin schon wieder sprachlos. Sprachlos. So, auch hier, das ist ganz wichtig. Die ist ganz wichtig, die Batterie. So, wartet mal, Leute. Ich tu mal kurz speichern. Müssen wir ja mal machen ab und zu, ne? So, die Batterie scheint mir aber auch leer zu sein, ja. Zack. Sprachlos, mein Freund. Oh, da ist eine Insel. Da kommen wir auch, glaube ich, dran. Ja, Mann, Mega Kate. Aber Achtung, in einigen der 380 Folgen verliert. Das wollen auch ein paar Tiere. Oh, Petri, bitte nicht dran erinnern. Och, das war ganz, ganz schlimm, ey. Ich hab krieg auch gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oh Gott. Das war ganz schlimm. Das war wirklich ganz, 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 ganz schlimm, ja. Das mache ich nie wieder. Lieber habe ich zu viele Tiere, als dass ich das noch einmal mache. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Mika.
Hat auch mit den Tränen gekämpft, oh Petri. Oh yes. Ja, das war eine sehr emotionale Folge. Ich hätte nie gedacht, dass das Tier so macht. Ne? Also was dann passiert, wenn man sowas macht. Ich habe gedacht, du kannst es halt machen. Es war ja kein böser Gedanke oder so dabei. Aber das sah schon sau brutal aus, ne? Huhu. Oh Mann, Leute, mit euch erlebt man was hier. Achso, ich habe den Anker geschmissen. Sehr gut. Ich habe ja den Anker geschmissen. Allein dafür, was wir heute schon wieder erlebt haben, muss ich mir gleich nochmal aufschreiben. Dass uns die Roboter fehlen. So, dich tausche mal aus. Du kommst da rum. Und dann können wir wieder Kraftstoff herstellen. Zwei Roboter fehlen. Aber mehr nicht, oder? Oder seht ihr noch irgendetwas, was mir fehlen könnte? Krass, ne? Ja, ich meine, man ist halt die ganze Zeit in dem Spiel so auch drin und dann haben sie halt auch echt gut getroffen, ne? Wie der seinen Kopf hat hängen lassen. Das sah schon brutal aus. So, Anker ist. Und go. Der Weg ist zwar ein bisschen weit, aber das kriegen wir hin. Ich glaube, wenn man angelt, kann man die Winkelkatze kriegen, den Schuh. Und die Kerze. Oh, stopp! War ich da nicht schon? Nee, das kann nicht sein, oder? Sieht aber so aus, ne? Nee, da war ich noch nicht. Nur so ein Knubbel. Das ist auch genau da. Habe ich noch nie gehabt. Ist hier was Besonderes drin? Titanerz. Ach, das habe ich ja noch nie gehabt in diesem Knubbel da. Tomei, du hast den grünen Roboter vom Angeln bekommen? Vom Angeln kriegt man den? Okay, jetzt ist als Eskalation am Start. Und ich bin hier am Wuseln. Und am Luti-Luten und kann mich ja dann dumm und dämlich suchen, wenn man das vom Angeln kriegt. Aber ich meine, wir haben doch auf unserem Multiplayer schweren Raft, haben wir da echt geangelt?
Die Grafik von Ruff ist generell super stilsicher. Das finde ich wahnsinnig toll, ja. Schon ein bisschen einzigartig, ne? Okay, Maria hat vom Buddeln bekommen. Zweimal vom Angeln. Und Soft das jetzt auch vom Buddeln. Oh, krass. Vielleicht, weil man am Anfang vielleicht viel angelt, dass auch die Leute, die gerade erst angefangen haben, die Möglichkeit haben, den Roboter zu haben. Vielleicht das ist die Lösung vielleicht des Problems. Könnte ich sein. Hallo Nils, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und vielen Dank für dein Follow. Das ist ja krass. Ja, wieder was gelernt, ne? Nur schnell 10.000 Fische rausziehen. Das Titanerz. Nicht, habe ich noch nie was davon gehört, aber anscheinend wir alle noch nicht. Also wie gesagt, wieder was gelernt, ja. Das bedeutet, dass wir uns einfach nur noch hinstellen müssen und angeln. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann können wir nämlich auch mal was anderes kochen. Ach, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch zum Schrott. Ich wollte doch zum Schrot. So, die sind noch am Start. Hier ist auch wieder alles am Start. Jetzt geht's da lang, ne? Interessant, da kommt die nächste kleine Insel. Und Geronimo. Leider nicht, Nils. Wir wünschen uns alle jetzt das Update. Am liebsten jetzt schon so ein kleines vielleicht. Aber leider wissen wir noch gar nichts. Und die Entwickler kündigen das auch relativ kurzfristig an, würde ich sagen, ne? Und so viel Info über das neue Chapter ist auch noch gar nicht draußen. Titanerz. Deswegen glaube ich, dass es auch noch eine Weile dauert. Aber meine Vermutung. Du hast ja genug Titanerz für einen weiteren Schrank, für mehrere Schränke, Anja. Genau, die Kerzenflasche, die Glückskatze, der Schuh und die Ente. Genau. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich die Ente habe. Ich fand das halt immer schrottig. Scrat, ne? Herzlich willkommen, Husky. Schön, dass du da bist und vielen Dank für dein Follow. Deswegen kann ich dir das jetzt gar nicht sagen, was ich da hab. Nee, das weiß man noch gar nicht, Petri. Und soweit ich die Entwickler verstanden habe, sind die auch noch ziemlich offen von dem, wo die Reise hingeht. Also sie haben zwar, haben sie gesagt, ein Ziel schon in den Augen, also sie wissen irgendwo, wo die Reise dann am Ende hingeht, aber nur nicht, wie der Weg ist. Und da lassen sie sich gerne von den Spielern inspirieren. Also sie wissen eigentlich schon, wie es ausgeht, nur wie die Reise halt dorthin geht, das bleibt halt völlig offen und da kann man halt, ne, glaube ich auch, da haben sie auch ein offenes Ohr von den Spielern. Das finde ich halt auch nicht schlecht. Sand. Sand, Sand, Sand. Das ist eine Insel ohne Sand. Ab Sommer, dann ist wieder ein halbes Jahr rum, ja, das kann sein. Oh, das ist auch noch die Mega-Loot-Insel. Bis jetzt? Was? Petri hat das Ruff auf den Namen Pangaea getauft. Warum? Was hat das zu bedeuten?
No. Ja, wir genießen das Spiel zu 100%, wie du siehst. Kann man wirklich so sagen, ja. Wir genießen das Spiel. Und spielen das auch gerne auch mal ein paar Stunden vor uns hin. Ach ja, das ist so schön. Der Urkontinent. Ah, okay. Interessant. Nee, mein Raft hat keinen Namen. Das ist mein kleiner Würfel. Hä? Oh, Entschuldigung. Anfänger. Typisch Anfänger. Wo ist mein Raft jetzt? On the other side. Ja, auf das Lager bin ich aber auch mega stolz. Das ist echt eine coole Geschichte mit dem, wie du am Ende dann doch bauen kannst, ohne diese Kackstelzen, wie ich es immer so schön sage. Au. Ist das unsere Glücksinsel? Das wäre schön. Hab ich? Ja, ich habe. Oh, guck mal, wie schön das aussieht von hier, ne? Unser Floß. Alter, das ist wie so eine eigene Stadt auch. Aha, diesmal ist es wieder da drüben. Da oben war es. Okay, einmal rum. Aha. Und Daumen drücken. Uah. Dafür haben wir das mit den tollen Masken. Titanerz.